Ja. Ja, Lea, bedanke ich mich für die Anführung. Und darf ich mich dann auch vorstellen. Ich bin der Referent für den heutigen Tag. Und das wäre die Gliederung. Das heißt, ich werde mich kurz vorstellen, auch sehr simpel. Und dann werden wir auf das Thema ansteigen. Trefferquote an More. Und zwar, ich würde gerne, ich bin ja Lehrbeauftragter und es geht immer um Begriffe. Was verstehen wir eigentlich unter Trefferquote? Und was bedeutet konkret Trefferquote? Damit wir, wenn wir in Richtung Umsetzung gehen und Takeaways, ist dann konkret, was meinen wir konkret, wenn wir von Trefferquote sprechen? Vielleicht zu meiner Person. Ich bin Dozent für Personaldiagnostik, Kompetenzen und Motive an der Uni in Nürnberg-Erlangen. Früher war ich auch in Eichstätt und da habe ich mit Professor Thomas ein Kompetenzmodell entwickelt und mit Professor Wiedukel. Da in Nürnberg habe ich ein Motivationsmodell, also Kulturmodell. Ich habe bei Haufe und bei anderen Firmen hatte ich Führungskräfteentwicklungsprogramme durchgeführt und Buchautor. Und dann letztendlich auch Software, die wir im Hause verwenden, habe ich mitgewirkt. Und ich bin Referent, wie man sieht, hier auch bei Meetups, Webinaren und Events. Wir haben in der Firma durch Eigeninitiative von ThinkSimple praktisch Bücher herausgegeben, wo wir Best Practices über Arbeitskultur und über Kompetenzen und zwischendurch habe ich ein Buch über Komplexitätsreduktion selber geschrieben, weil wir da darüber Seminare geschrieben haben. Gut, wir haben Artikel neulich veröffentlicht zum Thema KI-Engine allgemein. Das heißt nicht nur in Recruiting, sondern auch Talentmanagement und haben wir konkret Chancen und Grenzen. Das heißt, KI ist etwas in Verruf geraten, weil man vielleicht zu viel versprochen hat und ich bin der Meinung, man muss auch die Grenzen aufzeigen. Und das werde ich auch heute erwähnen. Gut, und dann auch der Stimmungsbarometer, was man auch mit KI Stimmungsbarometer verwenden kann. Gut, auch Artikel, hier hieß es KI als Talent Scout. Da gab es einen Artikel, den ich da mitgeschrieben habe. Gut, was machen wir bei ThinkSimple? Wir haben bereits auch teilweise erwähnt, Entwicklungsmodelle. Einmal Kompetenzen und einmal Motive. Auch das Thema Umfeld haben wir ein Tool dafür entwickelt, wo wir praktisch diese Modelle eingebaut haben und auswerten und so weiter. Wir haben nicht nur dann Fragebögen für Kompetenzen, Motive und Umfeld, sondern auch künstliche Intelligenz. Das ist Bestandteil des heutigen Tages. Und dann haben wir diese Cloud-Lösung. Okay. Jetzt, worum geht es bei Trefferquote? Trefferquote ist eigentlich in sich undefinierter Begriff. Und ich würde sagen, das ist mehr als nur Passung. Passung ist letztendlich, wie gut jemand passt zu einer von uns definierten Stelle. Und dann fängt es an letztendlich, was bedeutet eine Stelle, was beinhaltet eine Stellenbeschreibung. Das werden wir jetzt im Gleichen. Das heißt, im Grunde genommen, ich muss mich fragen, wie gut habe ich die Stelle definiert? Weil des Öfteren stellen wir fest, dass Rekrutierende sich nicht im Klaren sind, wen wollen wir eigentlich haben. Man schreibt eigentlich die Anforderungen zu niedrig oder sind nicht genau definiert. Dann Trefferquote ist letztendlich, dass nicht nur wir haben jemanden gefunden und kommen ins Unternehmen, sondern hat zugesagt, sondern letztendlich, wie sich diese Person im Unternehmen bewährt. Das heißt, im Grunde genommen, wie diese Person performt. Und dafür letztendlich brauchen wir mehr Informationen als nur ein reines CV. Das heißt, wir haben nicht nur die Fachkompetenzen, wir wollen etwas mehr über die Person wissen. Das heißt, was sollte die Stellenbeschreibung beinhalten? Ja, Hard Skills. Das heißt, die Person muss marketingtätig sein oder muss im Verkauf oder programmieren oder was auch immer. Dann ist es genau definiert. Und das können wir. Das können wir sehr gut. Die Frage ist, ob wir auch in der Lage sind, genau zu beschreiben, welche Kompetenzen und welches Persönlichkeitsprofil
jemand aufweisen sollte. Und erst recht wird es schwierig, wenn wir über Werte, klar, das sind die Werte des Unternehmens, aber auch die Motive und die Präferenzen. Nehmen wir das Thema Führungsstil. Will ich einen partizipativen Führungsstil haben oder will ich einen hierarchischen? Und das ist die Frage letztendlich, die wir, woran ja viele Firmen scheitern mit Verlaub. Das ist eine hohe Fluktuationsrate, da fragt man sich, warum. Nicht wegen 1, nicht wegen 2, sondern wegen 3. Das heißt, wie messe ich die Trefferquote? Eine ganz andere Form ist, sind Fluktuationszahlen. Liege ich im Benchmark, liege ich überdurchschnittlich? Es gibt ja tatsächlich Branchen, die Maschinenbau, wo die Fluktuationszahlen deutlich geringer sind, zum Beispiel als bei einer Firma wie Google. Die hat zwar einen guten Ruf, aber die Mitarbeiter haben eine Verweilzeit von ungefähr 2 Jahren. Das wäre praktisch in Deutschland eine ziemlich schlechte Zahl, aber deswegen muss man branchenbezogen bewerten. Das Thema ist Performance. Ich schreibe absichtlich Performance, ohne genau zu definieren, weil jeder hat seine Beschreibung. Ich sage mal, dass am Ende des Tages der Mitarbeiter, Mitarbeiterin den Job gemacht hat, die Aufgabe erledigt hat. Und zwar in der Qualität, wie sich das Unternehmen vorstellt. Nicht drüber und nicht drunter. Und ich kann sagen, ich habe beim Jobwechsel festgestellt, dass dieser Begriff sehr unterschiedlich, das heißt Thema Qualität, sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Dann Feedback vom Vorgesetzten. Bin ich als Vorgesetzter zufrieden? Das heißt, habe ich Leute, wo ich sage, okay, die performen. Und das kann man sagen, okay, das war ein Volltreffer. Oder von Kollegen, von Kunden, von Vorgesetzten, Entschuldigung, von Lieferanten. Und letztendlich ist die Frage, die Mitarbeiter sind heute hier, morgen müssen die einen neuen Job ausführen im Sinne von Veränderungen und so weiter. Sind die Leute auch veränderungsfähig, veränderungswillig? Kommen wir zum Punkt Recruiting. In Recruiting spricht man von KI und ich bin der Meinung, dass es in Recruiting mindestens zwei Bereiche. Der eine heißt Bewerber finden und der andere heißt Bewerber kennenlernen. Die meisten KI konzentrieren sich hier auf das Augenmerk auf finden. Das heißt, finde ich überhaupt? Klar, ich kann niemanden kennenlernen, den ich nicht vorher gefunden habe. Von daher muss ich zunächst einmal das Augenmerk auf finden und das ist hier schwierig, gebe ich zu. Aber hier in diesem heutigen Tag geht es mehr weniger um Finden, sondern Sie kennen schon oder beziehungsweise namentlich oder E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Der Bewerber, die Bewerberin, Sie haben Daten von der Person. Die Frage ist nur, was will ich von dieser Person wissen? Das heißt, heute werden wir uns auf die Diagnostik mittels KI von Ihnen zunächst einmal bekannten Personen. Das heißt, Sie haben einen Zugang zu dieser Person gefunden. Jetzt wollen Sie aber diese Person besser kennenlernen. Und darum geht es eigentlich. Trefferquote geht einher mit der Möglichkeit, diese Person besser zu kennen und dann zu vergleichen mit der Sollstelle, das heißt Eignungsdiagnostik. Ja, warum machen wir praktisch diesen Aufwand, betreiben wir diesen Aufwand mit der Diagnostik, mit der KI? Weil wir als Mensch eine eingebaute Diagnostik haben. Das Einzige nur, ich sehe die Person, aber ich kenne die Handlungsintentionen nicht. Das heißt, ich sehe nur, ein Projekt hat nicht funktioniert, aber ich weiß nicht warum. Vielleicht wollte die Person etwas anderes, als rausgekommen ist. Ich konnte praktisch vom ganzen Projekt nur einen Teil davon beobachten oder diese Person nur einen Monat oder nur 3 Wochen oder was auch immer. Das heißt, der Zeitraum ist kurz. Dann, wir bewerten nach unserem Maßstab. Und das ist die Frage, ob unser Maßstab absolut objektiv ist. Und ich sage mal, eher weniger. Das heißt, wir erwarten vielleicht aufgrund unserer Expertise, wir machen seit Jahren den Job und wir erwarten, dass vielleicht der Betreffende sehr schnell ansteigt. Und zweitens, auch der mag ich oder mag ich nicht Faktor. Wenn ich jemanden mag, werde ich letztlich vieles durchgehen lassen und umgekehrt, wenn ich diese Person nicht mag. Das heißt, wir Menschen brauchen eine Hilfe, um zu verobjektivieren.
Deswegen haben wir sich überlegt, Verfahren, Assessment Center, sehr teuer und aufwendig. Und wir sind angetreten, eigentlich den Assessment Center zu ersetzen. Dann gibt es unstrukturiertes Interview, das heißt, die Genauigkeit ist gering, die Schnelligkeit einigermaßen. Strukturiertes Interview ist etwas aufwendiger, deswegen Schnelligkeit geringer, aber die Genauigkeit größer. Und dann kommt praktisch unser Ansatz. Und der Ansatz ist im Grunde genommen über freie Bürger für Kompetenzen und Motive und KI für Persönlichkeit haben wir sicherlich weniger als Assessment Center in der Genauigkeit, aber in der Schnelligkeit deutlich schneller. Was ist letztendlich der Nutzen von der Diagnostik? Ich habe eine Zusatzinformation vor dem Interview. Ja, wir haben vorhin gesehen, das Thema Interview ist vorgesehen. Das heißt, wir ersetzen das Interview nicht. Dann habe ich eine objektive Personalauswahl. Das heißt, im Grunde genommen, das hilft mir auch, dass ich Daten habe. Nicht, dass nachher heißt es, okay, warum haben Sie diese Person angestellt bzw. priorisiert. Das heißt, ich brauche als Recruiter auch eine Absicherung. Und letztendlich, ich habe eine Verkürzung der Durchlaufzeit. Das heißt, ich starte mit der Person mit dem besten Matching, mit der besten Passung. Und dadurch spare ich mir vielleicht zwei oder drei Personen oder mehr Personen, die wir vielleicht vorher interviewt hätten, hätten wir diese Ergebnisse nicht. Das heißt, im Grunde genommen, durch diese Zusatzinformation, und das ist ja letztendlich das Ziel, verbessere ich die Trefferquote. Wir bei ThinkSimple sind Verfechter von systemischer Diagnostik. Systemische Diagnostik in unserem Fall bedeutet, dass wir viele Attribute erfassen, hier gegliedert in vier Klassen, in sechs Klassen. Klar, wir werden nicht alles erfassen, deswegen sagen wir, systemischer Ansatz ist im Grunde genommen steht im Widerspruch zum Aufwand oder zur Schnelligkeit. Das heißt, wir dürfen den Bewerbenden nicht praktisch über Gebühr strapazieren. Das heißt, viel Wissen ja, aber auch gleichzeitig in Maßen. Deswegen systemischer Ansatz bedeutet für uns konkret in der KI, dass wir uns reduzieren auf drei Bereiche, die dann mittels, in diesem Fall, ich kündige schon an, durch eine Analyse bekomme ich diese drei Cluster-Ergebnisse. Das heißt, im Grunde genommen in unserem Fall Videoaufnahme bekomme ich diese Ergebnisse. Das heißt, es bedeutet eine Verkürzung der Laufzeit. Und das ist letztendlich das Ziel. Wir haben mit KI eine objektive Fremdanschätzung. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass die Anschätzung von anderen Personen ist immer subjektiv. Und ich habe ja sehr krass dargestellt, dass diese Bewertung in sich einen Fehler beinhaltet. Deswegen müssen wir praktisch mit strukturierten Leitfaden, mit mehreren Personen, geschultem Personal und so weiter. Aber letztendlich, wir haben ja ein Tool, was uns letztendlich ergänzt. Und das ist praktisch das Tool KI-basierte Diagnostik. Und geringe Zeitinvestition für die Bewerbenden, das habe ich vorhin erwähnt. Das heißt, das werde ich gleich darauf eingehen. Das Thema ist neulich erschienen, ein Artikel im Personalmagazin vom Thema KI im Recruiting. Es war vor einer Woche, ich habe eine Stellung dazu genommen, weil ich der Meinung bin, ja, wir sind am Anfang, aber die Zukunft geht in diese Richtung. Und Professor Jäger hat dazu praktisch auch Studien durchgeführt, wo es praktisch so ist, dass Bewerbende erwarten, dass wir praktisch einsetzen. Und letztendlich, man darf nicht vergessen, wir haben eine im Sinne von ja, subjektiver Meinung, haben wir praktisch das Thema, kennen wir ja von Amazon, dass Hans stellt Hansi ein und so weiter und so fort. Und da ist es nicht eine Frau dabei, sondern es ist ein Mann. Und deswegen müssen wir praktisch den Zugang finden in den Firmen.
Und deswegen einfach erwarten, warte ich, die Frauen, die kompetent sind, dass sie auch reingelassen werden. Und deswegen sagen sie, okay, über KI erwarten sie warte ich, dieses Bias, diese diskriminierungsfreie Bewertung, dass dann dadurch besser wird. Und das ist eigentlich ein sehr positiver Aspekt. Gut, was bedeutet letztendlich eine Verbesserung der Trefferquote? Der Herr Janssen war früher bei IBM und hat er mittels KI die Fehlerquote reduziert. Das ist in dem Fall negativ formuliert. Er hat die Fehlerquote von 7% auf 4%. Und das stellen wir hier grafisch dar. Das heißt, im Grunde genommen, sicherlich eine Fehlerquote von 7% ist sehr gering. Da könnte man sagen, okay, ist praktisch nicht notwendig, aber vielleicht haben wir in anderen Unternehmen ganz andere Werte. Das heißt, im Grunde genommen, die Message ist nicht unbedingt jetzt die Werte als solche, sondern praktisch das Improvement, das da realisierbar ist und nachvollziehbar ist. Was bedeutet Zeitinvestition? Wenn wir eine hohe Genauigkeit haben wollen mit Freigebürgern, haben wir ungefähr um die 20 Minuten. Das ist praktisch der Erfahrungswert bei uns. Wir haben mittlere Genauigkeit 10 Minuten und bei einer Videoaufzeichnung, und das ist, was wir heute hier erwähnen, es sind zwischen 3 bis 5 Minuten. Unser System haben wir so eingestellt, dass der Bewerbende Mindestlaufzeit von 3 und im Normalfall bis 5 Minuten. Das heißt, ich habe praktisch, bin attraktiver für die Bewerber. Gut, aus der Literatur kennen wir, dass wissen wir praktisch im Grunde genommen, dass HR im Grunde genommen geführt wird in Richtung KI. Vorhin haben wir gesehen, dass heute kritisch, aber Forscher sind der Meinung, dass es in die Richtung geht. Klar, es ist nicht anders zu erwarten, dass eine Firma sich ein System anbietet, auch das verkündet. Okay, aber letztendlich, das bedeutet, dass wir schon falsch nicht liegen mit unserem Ansatz. Jetzt würde ich gerne konkret zu den Umsetzungen. Wie sieht die Umsetzung konkret aus? Für die Bewerbende bedeutet, würde praktisch ein zeitversetztes Interview-Video aufzeichnen. Dieses Video wird mit unserem System aufgezeichnet und dann ermittelt Ergebnisse, die in dem Fall steht hier für die Recruiterin, aber letztendlich auch die Bewerbenden bekommen die Ergebnisse. Was bedeutet jetzt für Unternehmen? Entweder mache ich einen Kandidatenvergleich oder sogar eine Vorauswahl. Wir haben ja normal, ja, große Unternehmen haben die Qual der Wahl, das heißt, sie haben praktisch mehr oder viel mehr Bewerber, Bewerberinnen praktisch für den Job. Da müssen sie praktisch über dieses System womöglich einen Cut-off machen. Für andere ist mehr an Kennenlernen und an Vorauswahl. Und ich denke mir, dass im Mittelstand ist der Normalfall. Wie ist das die Vorgehensweise? Zunächst einmal ein Video aufzeichnen, wie ich sagte, zwischen 3 bis 5 Minuten. Dann Beantwortung der Fragen, gehe ich darauf ein. Das heißt, der HR bereitet konkret einen Fragenkatalog. Wir liefern dazu Vorschläge und dann das Unternehmen erstellt praktisch einen Fragenkatalog für die Bewerbenden. Dann wird das Video aufgezeichnet und hochgeladen. Dadurch wird praktisch ausgewertet und dann kommen die Ergebnisse. Und jetzt kommt es an Punkt, und zwar kommen die Ergebnisse. Haben die Bewerbenden das Recht, die Ergebnisse Ergebnisfreigabe zu verweigern? Das heißt, im Grunde genommen, im Sinne von Employer Branding, DIN 94426, die Möglichkeit, diese Ergebnisse für sich zu behalten. Ganz wichtig, der Norm, die ich vorhin erwähnt habe, ist das Thema der Einführung. Das heißt, ich muss praktisch auch dem Bewerbenden praktisch erklären, worum es dabei geht. Und auch zum Beispiel die Fragen sind schon dabei, ein Erklärvideo, wie das konkret funktioniert und die Norm und so weiter und so fort, dass die gegebenenfalls mit uns Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, eine Vorabinformation. Das heißt, KI-Recruiting funktioniert nur dann, wenn die Ergebnisse zuverlässig sind, weil
die Bewerbenden die Möglichkeit haben, sich darauf vorzubereiten, mehrere Videos aufzuzeichnen, bevor die Ergebnisse vorliegen. Das heißt, im Grunde genommen, ich nenne das der Hundeffekt, kommt der Hund vorbei oder die Freundin oder der Freund kommt vorbei und stört. Ich kann das Video nochmal aufzeichnen, aber wenn ich die Ergebnisse gesehen habe, kann ich nicht nochmals machen, weil ich dann sonst habe ich ein sozial erwünschte Ergebnisse. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wenn die Ergebnisse kommen, müssen die Partei zuverlässig sein und nicht getürkt. Wie gesagt, Video aufgezeichnet und dann kommt das Thema Freigabe. Kommen die Ergebnisse, ich kann dann, in dem Fall ist die Account Berlin, dann kommt Partei in Grün, sind die Ergebnisse der Bewerberin, in Grau sind die solche Stelle, die Personalabteilung definiert hat. Wir sehen hier in manchen Punkten gewisse Abweichung. Ich gehe später darauf ein, was es bedeutet, wie gut soll eigentlich dieses Soll-Profil sein und wie kann man auch dieses Soll-Profil entwickeln. Weil letztendlich, ich vergleiche jemanden mit einem bestimmten, nach bestimmten Kriterien. Und die Frage, sind die Kriterien korrekt? Weil ich kann sagen, ja, KI hat es geliefert, ja, KI bekommt aber auch Input von uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir praktisch darauf achten. Hier werten wir, wir haben ja vorhin drei Aspekte, einmal die Eigenschaften, wir orientieren uns an Big Five. Dann haben wir das Thema Emotionen. Uns ist weniger wichtig, die einzelnen Emotionen, sondern vielmehr auch der Emotionsindex. Das heißt, ist diese Person positiv geladen, sage ich mal. Ein hoher Emotionsindex ist jemand, der oder die praktisch auch sich gut anfühlen kann. Jemand praktisch nicht dauernd praktisch ängstlich reagiert oder schlecht gelaunt ist und so weiter oder auch bei der Kleinigkeit praktisch bei etwas Feedback einfach schlecht reagiert und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen ist eine Mischung praktisch dieser Emotionsindex und absichtlich haben wir keinen Referenzwert. Weil ich kann nicht sagen, okay, solche Stelle schon so viel wert, aber wir müssen auch Erfahrungswerte sammeln im Unternehmen, wo wir sagen, okay, aus der Erfahrung zeigt sich, dass dieser Wert praktisch gut ist. Aber wir werden praktisch nicht einen Wert vorschlagen. Wir seitens sind simpel. So, ich lasse jemanden da rein. Gut, dann kommt das Thema auch Sprache. Und zwar, wir ermitteln auch positive Formulierung, negative Formulierung und eindämmende Sprachen. Wir werden sehen, dass das auch für manche Positionen, man denke an Führungskräfte, an Salesman, praktisch an Trainer und so weiter, das ist auch sinnvoll, dass diese Werte hoch gut sind. Nachher in die Diskussion kann ich ein paar Vergleiche dann zeigen. Gut, die Ergebnisse bekommt auch dann die, Und dann ist, nachdem ich die Ergebnisse gesehen habe, ist die Frage, schalte ich sie frei oder nicht? Da muss praktisch die Bewerbenden müssen diese Entscheidung treffen können. Was ist die User Journey für die Personalabteilung? Rollenprofil, das heißt Stellenprofil definieren. Wir haben eine Datenbank dazu, aber will ich nicht in Detail eingehen. Dazu gibt es einen Workshop. Fragenkatalog hatte ich vorhin erwähnt. Einladende Bewerbenden und letztendlich Auswertung der Ergebnisse. Und dann habe ich die Möglichkeit, praktisch mehrere Personen miteinander zu vergleichen. Und dann kann ich sehen, okay, diese Person in dem Punkt, wir haben vielleicht ähnliche Personaldefizit, aber im Einzelnen. Das stelle ich fest, zum Beispiel bei Offenheit, große Unterschiede. Das heißt, da kann ich praktisch besser miteinander vergleichen. Habe zum Beispiel, ich habe auch die Möglichkeit, wenn wir nicht nur KI verwenden, sondern im Sinne von systemischen Ansatz, auch Kompetenzen, da kann ich praktisch einen Menschenindex und dann sehen wir in dem Fall einen Fake-Account, Denzel Washington besser abschneidet als Nicole Kidman.
Ja? Und umgekehrt, in dem Fall ist Nicole Kidman besser als Denzel Washington, aber dann muss ich in Detail eingehen und dann sehen, okay, wo sind die Unterschiede. Welche Takeaways haben wir für heute? Das eine ist, was macht Sinn, warte ich für welche Position, welche Eigenschaften, Emotionen, Sprache will ich bewerten? Ja? Und nehme ich als Kriterium für die Stellenbeschreibung. Zweitens ist, was ich vorhin erwähnt habe, Chancen und Grenzen der Personaldiagnostik. Ich habe Aspekt 91 erwähnt, 33 ist Standard. Es spielt eine Rolle die Trainingsdaten, Zuverlässigkeit der Daten, letztendlich die Ergebnisvalidität. Chancen und Grenzen habe ich einen Artikel geschrieben, ziemlich ausführlich, ist auch bei uns in der Homepage. Wenn Sie praktisch auf Higher Journal gehen und Demolin angeben, dann finden Sie den Artikel. Entscheidend ist letztendlich, dass Sie in Ihrer Datenbank Werte sammeln, mit denen Sie letztendlich die Stellenbeschreibungen festlegen können. Das heißt, es mag keinen Sinn, dass Sie zum Starten können Sie mit unseren Werten anfangen, aber im Long Run macht keinen Sinn, dass Sie praktisch nur mit den Standardwerten arbeiten. Sie sollen praktisch Erfahrungswerte sammeln, Sie sollen Werte innerhalb des Unternehmens zusammentragen, damit es realitätsnäher ist. Und das ist ein wichtiges Kriterium, damit so eine Methode funktionieren kann. Die Journey für den Recruiter ist letztendlich, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, aber jetzt konkreter, sorgfältige Erstellung des Fragenkatalogs in des Source-Profils. Das heißt, im Grunde genommen, ich muss praktisch darauf achten, dass ich Leute richtig messen kann. Zweitens, Auswahl und der Bewerbenden. Ich schaue mal eine Sekunde hier. Genau, wird dir links geschickt. Danke, Lea. Und dann die Prozedur ist Nummer 3, ist Sichtung der Diagnostik. Das heißt, was wir der Meinung sind, dass wir praktisch in dieser 3 Konstellationen gehen. Das heißt, ich sehe das Video, ich bilde mir eine Meinung anhand des Videos. Ich habe einen Eindruck von der Person. Ich höre die Stimme, ich höre die Mimik, ich sehe die Mimik, ich sehe, wie diese Person auf mich wirkt. Dann schaue ich mir die Ergebnisse. Und die Ergebnisse schaue ich mir fokussiert an, weil ich konkret schon mir eine Meinung gebildet habe. Und deswegen sage ich, die Kombination aus Objektivität und Subjektivität. Meine Subjektivität ist letztendlich für mich entscheidend. Das heißt, eine Maschine wird die Entscheidung mir nicht abnehmen. Ich muss praktisch die Entscheidung treffen. Nur, ich habe die Ergebnisse, ich schaue mir das Video, erstelle den Leitfaden und dann gehe ich vorbereitet mit Vorwissen zu einem Termin. Und dann weiß ich, worauf ich achten soll, welche Frage ich stellen muss, weil ich letztendlich jemanden gesehen habe, der oder die gut passt, aber es gibt noch unklare Punkte. Das heißt, was wir mit KI schaffen, ist ein Vorwissen vor dem Termin. Deswegen ist ein Zusammentragen von der Score, von KI, klar, aber vom Interview und zwar von mehreren Leuten. Ja, ich bringe euch sicher nach Athen, wenn ich da sowas erzähle, aber ich denke mir, dass es nicht verkehrt ist, zu wiederholen. Ich habe es vorhin erwähnt, Big Data für das Soul-Profil. Die Ergebnisse werden freigegeben von Tester, von Bewerbenden. Wie sie das handhaben, dass sie praktisch Leute haben, die freigegeben haben und Leute nicht, das überlassen wir ihnen. Weil letztendlich diese Entscheidung müssen sie firmenintern treffen, wie sie damit umgehen. Es erfordert sicherlich viel, ein großes Maß an Toleranz, aber das ist New Work. Und dann kommt eigentlich der Hammer, was wir Ihnen vorschlagen, und das ist Fair Play. Fair Play bedeutet, wie wäre es, wenn Sie vom Vorgesetzten, vom künftigen Vorgesetzten der Bewerbenden auch das Profil erstellen würden. Das heißt, der Bewerber, die Bewerberin stellt das eigene Profil hin und das ist dann okay, ja,
Und das wird Ihr Vorgesetzter sein. Und das ist im Sinne von Employer Branding. Es könnte sein, dass das praktisch ein positives Kriterium ist, warum sich jemand für Sie entscheidet. Wir haben vorhin erwähnt, das Thema Recruiting. Was bedeutet aber Trefferquote für Sie persönlich? Für Sie persönlich bedeutet mehr Anerkennung, weil durch die bessere Performance, gibt es eine bessere Performance, gibt es eine Reduktion der Fluktuation. Das heißt, Ihr Daseinsgrund. Nicht, dass der praktisch nicht da gegeben wäre, aber letztendlich ist Anerkennung auf Ihre Person. Das heißt, im Grunde genommen, Trefferquote bedeutet eine bessere Position der Personalabteilung im Unternehmen. Gut, wir haben die Möglichkeit, einen Vertiefungsworkshop anzubieten. Datum haben wir noch nicht festgelegt. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich, dann würden wir Termin abstimmen, wo wir praktisch ins Detail gehen würden, praktisch zu dem, was wir heute vorgestellt haben. Entschuldigung. Und dann haben wir die Möglichkeit, Ihnen haben wir die Wassertermine, haben wir, der nächste ist in den nächsten Wochen. Im Oktober, November werden wir auch weitere Termine haben, und zwar Persönlichkeits-KI-Coach. Dann gehen wir auch in die Tiefe und bekommen Sie auch die Software dazu, damit Sie praktisch als Coach oder im Unternehmen dieses System für eine bestimmte Anzahl von Usern verwenden können. Soweit so gut für den heutigen Tag, und ich übergebe an Lea für mögliche Fragen.